Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir. Ja, ich hoffe, es geht dir gut. Du kannst die Zeit gut für dich nutzen. Aktuell sind wir beim 10. Tag der Portaltage-Serie. Und viele Menschen werden da ganz schön durchgerüttelt mit ihren Themen. Vieles ploppt wieder auf. Alte Themen kommen nochmal ins Bewusstsein. Viele fühlen sich sehr schlapp, energielos, ausgelaugt, innerlich unruhig. Und je mehr du innerlich aufgeräumt bist oder in dir verankert bist, umso leichter kannst du eben auch diese Portaltage ja, durchleben, energievoll sie empfinden. Mir ging es jetzt die letzte Woche sehr, sehr gut, habe viele schöne Impulse bekommen, auch viele Informationen aus der geistigen Welt. Und das war auch ein Weg für mich, einfach innerlich an meinen Themen zu arbeiten, die mich klein halten, die mich runterziehen, Glaubenssätze, die mir, ja, die mich daran hindern, mein Leben glücklich und erfüllt zu leben. Und da möchte ich dich ganz herzlich einladen. Morgen Abend biete ich wieder meine Meditation Innerer Frieden mit Seelenpono an, und zwar von 20:30 Uhr bis 21:30 Uhr. Und dieses Seelenpono, das ich anbiete, das ist eine von mir kreierte Form des Ho'oponoponos. Vielleicht kennst du diese hawaiianische Vergebungsritual oder innere Friedensarbeit, nenne ich sie, womit man einfach seine Themen, seine Glaubenssätze gut bearbeiten kann, gut in Frieden damit kommen kann. Oder auch, wenn es Verletzungen waren mit Menschen, die du ja, die dich verletzt haben oder die du vielleicht, wo du etwas getan hast oder gesagt hast, dass du bereust oder dass der immer noch deine Energie absaugt. Also wenn du morgen Abend dabei sein möchtest, meine Meditation Innerer Frieden mit Seelenpono findet online statt. Wir treffen uns in meinem Zoom-Meetingraum und alle Informationen findest du auf meiner Webseite energiewohlbefinden.de. Ich werde den Link auch unten reinsetzen, so dass du dich dazu anmelden kannst. Teilnahme beträgt 22 Euro und ich freue mich sehr, dich mit meiner Energiearbeit dabei zu unterstützen. Und was uns dabei begleiten wird, ist meine Elfenkönigin. Die Klänge meiner Elfenkönigin, ich lasse dich gerne mal reinlauschen. Ich weiß zwar nicht, ob es über Facebook so gut rüberkommt, aber diese Klänge, die Kristallklänge, haben eine sehr tiefgründige Wirkung. Wirken auf Seelenebene oder berühren deine Seele, wirken auf Zellebene und es kann sich dadurch einfach ganz vieles in dir lösen, in dir heilen, in dir in die Transformation gehen. Und ich freue mich, dass dieses Klanginstrument zu mir gefunden hat und mich seitdem wundervoll in meiner Arbeit unterstützt und begleitet. Meine Elfenkönigin. Genau. Also, ich freue mich, wenn du morgen Abend dabei bist. 20:30 Uhr starten wir. Komm gerne ein paar Minuten eher schon, dass wir pünktlich loslegen können und pünktlich und entspannt starten können. Und ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Dienstag. Lass dir gut gehen, bleib in deiner Kraft und ganz liebe Grüße zu dir. Ciao.